Moin moin und zurück zu einer neuen Folge Mankind Divided. Ja, ich habe euch den Speicherbildschirm jetzt mal, den Ladebildschirm, einfach nochmal drangehängt, weil wir tatsächlich das erste Mal seit langem jetzt was Neues hier haben, nämlich den Utulek-Komplex. Ich glaube, am einfachsten dürfte es sein, da über das Ding zu gehen. Und dann, hoffentlich, wenn das halbwegs klappt, hier irgendwie reinkommen. Boah, da ist nämlich auch einer. Ist bloß die Frage, ob und wie der hier eine gemäßigte Bahn hat. Kann ich den... Könnte ich den runternehmen, ohne dass es jemand merkt? Da schauen schon welche in unsere Richtung, ne? We are wasting time. Ja, ihr vergeudet ganz schön Zeit. Ich will hier nochmal gucken. Da war doch eben auch was. War nichts? Doch, hier. Also vermutlich müssen wir über den anderen Schacht raus, den ich da jetzt noch auf der Karte hatte. Denn wir sind ja eigentlich, als wir in den Bahnhof rein sind im letzten Part, über den Schacht hier nochmal woanders rein. Wow, zum Teufel, wo bin ich denn jetzt? Jetzt sind wir, glaube ich, das ist wieder der Hauptraum. Ja klar, wir sind jetzt gerade unter dem ganzen Kram hier. Das wäre also auch gegangen, krass. Hahaha, ja, nee, eigentlich irgendwie nicht. Aber cool, dass das geht, dass man tatsächlich unter dem ganzen Bahnhof hier durch kann. Ich glaube tatsächlich, jetzt oben rumzugehen, ist die bessere Variante gewesen, aber... Wir hätten jetzt, wenn ich es auf der Karte eben richtig sehe, auch durch die Bibliothek selber gehen können, so wie wir es jetzt halb gemacht haben hier. We'll get whoever did this, I know. Ja, du sollst hier einmal drumrum. Da habe ich wirklich immer noch manchmal Probleme. Mit dem, ich sag mal, im Schutz bleiben und dann entweder um den Schutz außenrum. Fucking Katastrophe. Ja, das ist völlig die Katastrophe. Voll die Katastrophe, ja, da stimme ich dir zu. Kacke, und deswegen musst du dich da jetzt hinlehnen und direkt in unsere Richtung gucken. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Machst du hier Selfies auf der Arbeit? Hey, aber cool, die haben die Geek, da gucke ich mal rein. PC Weapons. Ja, Gott, da könnte ein bisschen was für mich dabei sein. Da einfach wieder rein und schön mit Öl, würde ich sagen. Jetzt sind wir hier außen. Ja, voll die Katastrophe, ich sag's ja. Das war... Boah, jetzt sehe ich den nicht. Jetzt sehe ich den nicht, weil der durchs Licht geblendet wird. Das ist schon... Das ist grob unschön. Ich sehe den nicht. Ich sehe den nicht in dem Licht. Mann, guckt der jetzt nur in die Richtung und nicht woanders hin? Dann hätten wir vermutlich das Problem, dass ich da mit dem... We will find evidence.
super. Die steht jetzt hier direkt auf der anderen Seite. Und der Typ dreht sich wirklich kein bisschen um? Dein Ernst? If this was only the first attack, I might be able to accept it. We need more light. Ja, dann eben halt so. Also ich hätte es jetzt gerne anders gemacht ohne die Stealth-Variante, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass der sich jemals irgendwo hindreht, was ehrlich gesagt ein bisschen bescheuert ist. Aber das wäre jetzt auch nur meine Meinung. Nee, ich glaube, dass die sich vielleicht ein bisschen verändert haben. Dass der normalerweise woanders hingeguckt hat. Und jetzt vielleicht auf dem Rückweg nicht mehr dahin guckt, damit es ein bisschen schwerer ist. Ich weiß es nicht. Allerdings habe ich jetzt auch nur die eine Treppe gesehen, glaube ich. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt sonst hätte runtergehen sollen. Aber vielleicht gab es da auch noch was. Also ich werde auf jeden Fall irgendwann dann mal, wenn ich es durchgespielt habe, man kennt es ein bisschen, dann könnte man das tatsächlich auch noch mal mit einem reinen Ghost. Hey, Hulk, what do you think you're doing? This train car is for naturals. Come on, let's see your paperwork. Ups, sorry. Here, everything's in order. Sorry. These are nice, but you still have to play by the rules, understand? Stay out of the natural section. Learn it, live it, go. Go, ja, genau. Das nächste Mal mache ich das bestimmt. Looks like we have a new lead in the case. It's gonna put you inside Gollum City. The odd ghetto. No problems already. He sees the impression. Trouble is, our new psychologist needs to see you before you go anywhere. Yeah, super. Bring Smiley your evidence and give OZ 5 minutes of your time. Call me when it's done. Was ich auch krass finde, das hier haben wir schon mal gesehen. Aber ich habe es erst jetzt richtig gesehen. Der ist so Better Solution. Das ist also ein Plakat, das wohlgemacht ist an Selbstmordgefährdete. Also ziemlich krass, dass man damit einfach auch Werbung macht in dem Maß. Boah, es ist schon nicht schlecht, ey. Ist schon nicht schlecht. Oh, du hast Kaffee? Das ist... Und er steht einfach auf. Alter, Leute, was seid denn? Lässt seine ganzen Papiere hier? Naja, okay, gut. Boah, hier auch wieder. Das sind schon echt, echt krasse Sachen. Ja, Mood Stabilizer. Mhm. Ganz klar, damit wird dann alles besser, ja. Ich muss auch echt sagen, ich finde es schade, dass das Wasser so schlecht geraten ist hier im Spiel. Also das sieht halt, ne? Wenn man sich in Erinnerung rufen kann, was für geiles Wasser man sonst wo haben kann. Zum Beispiel, ja gut, aber da muss ich sagen, Fallout 4 gefällt mir das Wasser mit Mod dort deutlich besser. Aber es gibt echt einige Spiele, wo das schon ein bisschen besser ist, dafür, dass das Spiel so neu ist. Also da hättest du schon ein bisschen noch was machen können. Aber okay, wir müssen jetzt wieder ins Hauptquartier, so wie es aussieht. Oh, und mit der Psychologin sprechen, super. Das macht doch saumäßig Spaß, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Wie auch immer die auch jetzt schon an die Beweise gekommen sind, das ist mir auch nicht so ganz logisch. Wir haben das Ding zwar geholt für Smiley, aber entweder haben wir irgendwelche Orks, dass der sich das direkt angucken kann, wenn wir das haben. Marcy Sadie Sedlak? Warum hast du einen Namen? Okay, hier waren wir eigentlich überall drin. Can't believe a word they say. Sorry if I was rude before. If the store had been empty. We all have our roles to play, Sedlak. How's yours going? It is giving me new respect for criminals who run front operations. Late shipments, supply problems, or random police searches at customs. I thought this store was just a front. Best Front is a real company. Prahadovos is registered as an international shipping corporation in every country in the EU. I can get an office, way station, or depot up and running anywhere in Europe within 72 hours. I do not suppose you spoke to Agent Chang while you were down there. He told me you've been hacked. I'm looking into it. Good.
I will sleep better knowing an experienced field agent is on the case. Oh Mensch, da klingelt auch mal ganz fies der Postbote einfach. Alter, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Können Sie mir etwas über den Hack sagen? Anything you can tell me about this hack? Chang will know more than me. I just told him something strange was going on. Utility statements being accessed, incomplete information on orders, that kind of thing. The kind of thing that's easy to miss. Surprised you noticed it. When you have been doing this as long as me, you start to question every little thing. Plus, that old lady kept coming around. Old lady? Chatty thing. I thought she was just lonely, until I caught her staring at the terminal when my back was turned. Did you confront her about it? I told Chang. Asked him to put a field agent on it. Wer zum Teufel, was zum... Field agent? We both know the deal, Jensen. There are two types of agents in this office. The ones who do the footwork and work the leads, and the ones who analyze them. And you think Chang's one of those? I think Chang lives in his head too much. He's good. He's very good. But it is also good that the task force brought in a new psychologist this month. Nein, ich bin mir noch nicht sicher, ob das so gut ist. Well, I better get going. I'll let you know if I find anything. Do not tell me, tell Chang. I have a cover to keep. I'm glad you were not hurt in the bombing yesterday, Agent Jensen. The task force needs good men like you. Thanks, Sedlak. Take care. Ja, das ist aber schon echt bitter. Da hat quasi wirklich jeder so seine Rolle zu spielen, die auch. I finally decrypted the audio off the Whisper chip tap. Fucking cold, man. You gotta hear it. I have my hands full right now. Tell me where you are and I'll come when I can. There's an old limb clinic in the Dabney district. It's closed down. Nobody goes there anymore. I'll be inside. Okay, wir haben jetzt Neuigkeiten von Vega, aber auch nicht so wirklich. Die will uns jetzt nicht direkt sagen, was los ist. Ja, aber das hier oben fand ich jetzt auch schon wieder krass. Also, die ist quasi dafür zuständig, dass die Deckung hier bestehen bleibt, die wir haben. Dass keiner auf die Idee kommt, warum da eigentlich Leute reingehen und wo die hin verschwinden. Also, wenn ich den Laden jetzt im Blick hätte, wäre das schon ein bisschen offensichtlich, würde ich mal sagen. Aber das wäre ja auch ich. Ich weiß nicht, was die normale Bevölkerung von Praha so macht. Aber jetzt müssen wir natürlich mit dieser komischen Psychotante reden. Ja, super, klar. Bah. Also, kooperativ sein. Wir versuchen das mal. Sorry übrigens nochmal für die Störung. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen mit dem Postboten. Ja, ich würde auch rennen, wenn ich wüsste, dass ich jetzt mit dir reden muss. Oh Mann. Ja, so sieht's auch direkt aus. Okay. Adam, I'm Delara Ozen. I appreciate you coming in to speak with me. Well, I know you're probably getting this from everyone today, but I need to ask. Are you okay? I've seen footage from the train station. Being there must have. Is that what this is about? No, that was sympathy. This is a standard agent health interview to determine combat readiness. Here, I got you this from the dispensary. You got me neuroprazine? Look, Doc, I was caught off guard by a terrorist attack. Might have knocked some things out of whack, but it doesn't mean my body's gonna start rejecting my augments. True, but traumatic experiences can kick a hornet's nest into the immune system in patients with neuroprosthetics. Would you believe me if I told you my body doesn't reject mechanical implants? No. But my policy is for straight talk only in the room, so if you want me to believe it were some kind of a medical miracle, I guess I'll have to go with it. Oh man. Ganz toll, die fängt mich jetzt schon an, unsympathisch zu werden. Mind if we take a trip down memory lane? Oh nein. Is this gonna take long? It says here that you were with Detroit SWAT, but left in 26 to head up Seraph Industries Security Division. David Seraph was at the center of America's augmentation debate. Was können wir denn da machen? Wir sollen kooperativ sein.
Das ist jetzt erstmal keine Partei ergreifen. Ja, Serif hat für große Kontroversen gesorgt. David Serif always attracted a lot of controversy. Yes, I've seen some of his interviews. A firm believer in human enhancement technologies. I wonder if the incident changed his view? Certainly didn't seem that way today. You were with him then, in Panchaya, when the incident happened? Ich war nicht mit ihm in Panchaya. Ich habe gegen die Verantwortlichen des Angriffs ermittelt. Ich hatte sie fast und dann kam der Zwischenfall. Ja, ich würde fast sagen, wir bleiben mal damit. I don't remember. They tell me they pulled me out of the ocean, but a year of my life is still a blur. Your memories may come back eventually. And if they do, my door is always open. Should you need to discuss anything? I won't, but thanks. You are very lucky to be alive. Although I'm not so sure the world you've returned to makes you feel that way. You've become the enemy, which actually leads me to my next question. So far, no one's claimed responsibility for the attack on Zizi. But with the human restoration vote coming, well, it's no secret Prague has become the symbol of legalized augmented oppression. And the Augmented Rights Coalition is camped at its back door, trying to expose and resist it. Most of the world thinks of them as terrorists, augmented terrorists. If it turns out they are guilty, well, being augmented yourself... How am I going to feel? Keine Entschuldigung, es geht nicht um Optis gegen Natürliche, es geht um Terrorismus. Und für mich gibt es keine Entschuldigung für den Mord an Unschuldigen. Es gibt keine simplen Antworten, Doc. Wenn es die Augmentierten waren, dachten sie vielleicht, das wäre die einzige Lösung. Oder dass der Terrorismus aufhört, wenn die herrschende Klasse begreift. Es ist egal, was ich davon halte, Doc. Ich habe einen Job. Ich muss weiteres Blutvergießen verhindern und das habe ich vor. Ich finde die beide eigentlich okay. This isn't about Hogs versus Naturals, though. This is about terrorism. And in my book, there's no excuse for the taking of innocent lives. No matter the reason. So if Talus Wrecker ordered his people to do this, then... It's my job to bring him in, not to judge whether he's guilty or innocent. Well, I think it's safe to say that you have all your faculties about. I'll let the director know that I'm officially clearing you for. Oh, nice. Well, it's probably best if I get back to work, Doc. I'll see you around. Nice, das haben wir tatsächlich ganz schnell hinbekommen jetzt. Ja, was kriegst du denn nicht hin? Was macht dich denn jetzt? Zu wem guckst du denn? Mit wem sprichst du denn? Also jetzt mal ganz im Ernst. So wie die da hinter dem PC klemmt, glaub ich, bräuchte die einen Psychiater, nicht ich, aber okay. Da müssen wir jetzt hin. Okay, vielleicht hat der uns jetzt was zu sagen, was die Beweise angeht. Ach, das ist Miley Fletcher, okay. Schieß mal los. Hey, how's it going? Do you have a scan? Yeah, it's right here. You're a lifesaver, Adam. Seriously, du bist komisch. Foul mood when he left here. I don't need to give him another excuse to chew me out. He left. Where'd he go? Didn't ask. Didn't think he wanted me to know. Did those state police jerks give you any grief? They didn't seem to be in a talkative mood, so I left them alone. See? Without my expert advice, you might be dead. A stitch in time saves none. So what's on the scan? Oh, that. I have no idea. What? You told me you found something, something big. I didn't say I knew what it was, Adam. I said it was something that could blow this case wide open. Now, I don't know about you, but I'm not buying this whole Ark did it thing. I believe what the evidence tells me. This DSD has all the answers we need, from the chemical makeup of the explosive used down to the material in the victim's clothing. Sure. Okay, so how long until we're all sure of it?
Oh, it'll take hours to sift through the data. And I'm seeing Sonya later to apologize for any issues I may have caused with the state police. Plus, I do have other cases to work on too, Adam. I'll let you know when I find something. You do that. Take it easy. Alles klar. Der hat jetzt irgendwas hier gefunden, hat aber eigentlich keine Ahnung, was oder was da jetzt eigentlich für was das gut ist. Schön, du bist eine echt große Hilfe, doch. Wunderbar. Wunderbar. Okay, das heißt, wir haben jetzt eigentlich nicht wirklich viel mehr. Ist die Frage, ob wir jetzt direkt nochmal zu Vega gehen? Die Quest führt uns auf alle Fälle hier raus. Ich gucke mir das nochmal kurz an. Wir haben jetzt tatsächlich im Moment auch, ja, Dr. Ossien aufsuchen. Das haben wir eigentlich gemacht. Ja, genau. Erst wieder in den aktiven Dienst, wenn die mich für tauglich erklärt. Das hat sie wahrscheinlich jetzt mit allen gemacht, die auch Teil vom Anschlag waren oder generell, weil das die ganze Taskforce betrifft. Bevor ich die Beweise, die ich am Ruziger Bahnhof geborgen hatte, zu Smiley bringen konnte, setzte mich Miller auf eine neue Spur an. Diese führt offenbar in den Utulek-Komplex, das Augmentierungsghetto der Stadt Golem City, genau. Ich muss nur noch ein paar Dinge erledigen, bevor ich mich auf den Weg dorthin mache. Genau. Und das wäre jetzt als allererstes und nächstes Mal Vega zu treffen. You got held up at a checkpoint or something, did you? I'm inside the clinic waiting for you. Sorry, Alex. I'll be there as soon as I can. Hope you're not losing sight of what's important here. Sorry, this place just brings back memories. Don't take too long. Wow. Ich bin mal gespannt, wie sich Vega als Charakter auch noch entwickelt. Bisher wissen wir von der nicht viel, außer eben, dass wir bestimmte Dinge über das Juggernaut-Kollektiv wissen. Also wenn man da den Deus Ex-Roman gelesen hat, der quasi die Vorlage ist auch zum Spiel The Fall, dann kann man da auch ein bisschen was über Juggernaut erfahren. Aber Vega war da eigentlich nicht mit drin in dem Roman. Ja, da haben wir die Lindklinik. Patrol Area is clear. Ja, ja, alles clear, alles gut. Geht mal schön im Gänsemarsch ein bisschen weiter. Ich glaube, Drohnen haben wir hier nicht, oder? Ich tipp's jetzt einfach mal ein. Wir haben Sicherheitsstufe 5 auch hier. Boah, aber was hat uns Vega jetzt zu sagen? Wo ist sie überhaupt? Ich sehe niemanden. Hey. Whoa. Any trouble getting away? Miller's been giving me some leeway, but not much. I did survive a terror attack. You and me both. God, sometimes I really hate this city. It used to welcome people like us. Go out of its way to entice Augs to live here. This clinic was built because Prague saw us as its future. Now, look at it. Times change, Alex. I know, trust me. Even got the scars to prove it. Ja, da ist echt was dran, wenn man überlegt, gerade auch die Lehmkliniken aus Human Revolution noch im Kopf hat. Prag, Narben. You're a valuable asset. The Collective could have sent you anywhere. Why Prague? You really need to ask? Ever since the incident, paranoia and racism are eating the city alive. The whole world's watching just to see how Prague handles its Aug problem. Didn't realize the entire Collective was pro-Aug. Not everyone is. But we all know our real enemies need chaos to operate in. Play the right chord, pull the right string, and Prague has plenty of that. Ja, ich würde trotzdem gerne mehr wissen über die Narben. Ich weiß nicht, ob sie da gerne was über ihre Vergangenheit erzählt. We've been working together for a few months now. Still don't know much about you. What, you trolling for my secrets now?
Just the good ones. How did you join the Juggernaut Collective? They got me out of a tough spot. Before the incident, I was working for Bell Tower flying VIPs around Panama and stumbled into something big. Something very important people didn't want anyone to know about. So they ordered Bell Tower to kill me. Janus warned you? Got you out? A friend of Janus's, someone in the collective who used to work for Bell Tower too. You don't mess with these people, Adam. Not by yourself. I learned that the hard way. Also die hat für Bell Tower gearbeitet, dann haben sie Bell Tower engagiert, um sie umzubringen. Und jemand, der auch mit dem Kollektiv verbunden ist, hat sie da wieder rausgeholt. Jemand, der aber auch mit Bell Tower in Verbindung steht. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass bestimmte Illuminaten da an beiden Strängen ziehen. Das wird nochmal fies werden dann. You said we got something? Yeah, listen to this. A little heads up would have been nice. Sending your team to Dubai was my call, but now we need to go by the book. Focus on ARC. You want me to pin all of this on them? The bombings in Prague, the break-in at Veselife, and Dubai? Officially, all five attacks involved augmented terrorists. Is that clear? Yes, sir. But send me the reports if you want me to prove it, because ARC don't operate in North America. They're setting up ARC, Adam. They sent you into that ambush in Dubai, and now they want to pin everything on the Augmented Rights Coalition. I told you Miller was dirty. Wow, Miller soll also wirklich damit drinstecken? Ich bin mir nicht sicher. Ja, er hat uns abgezogen. Ja, er hat uns auf den Bahnhof angesetzt. Und ja, er schickt uns nach Golem City. Ich will das mal ein bisschen neutraler angehen. Sounds to me like Miller's following orders. It also sounds like he's not happy about it. All right, whatever. Maybe he's just a stooge. You can't say the same about the man he's talking to. His boss, Joseph Manderley. Director of TF-29 operations worldwide. The only person at Interpol higher than him is the General Secretariat. Fuck. We need to play this smart, Alex. Think about what we heard. What was that bit about Versalife? You mean the break-in that never happened? Yeah, I started digging into that right after I decrypted the conversation. What'd you find? Like I said, man, it's the break-in that never happened. Versalife is one of the biggest pharma companies on the planet. The only one still manufacturing neuroptosine. If it got broken into, it would have been big news. So why are they saying it did? Versalife doesn't produce just neuroptosine. They've got a huge research and development division. Yeah? So? What does that have to do with ARC? Why frame them for breaking? They want them to look like terrorists. I guess it depends on what they'll say was stolen. See what the collective can dig up. If this really is a conspiracy, that break-in will be the thread to pull on. What are you gonna do? I'm gonna finish my investigation, find out who really bombed the station. I'll let you know when I turn up. Same here. Good luck, Adam. Wow, das wird vielleicht nochmal richtig, richtig übel. Denn no, ich hab jetzt auch nicht gewusst. You are. Meet me at Kopecky's puppet shop. Your pilot's en route. I'll brief you there. Copy that. Alles klar, ich habe jetzt auch nicht gewusst, dass Manderley tatsächlich über der ganzen Task Force 29 steht. Das ist echt krank. Denn Manderley haben wir auch in Human Revolution schon getroffen. Ich will es jetzt nicht groß spoilern. Aber das ist echt übel. Maschinenzubehörteile. Ja, Versalife, da ist auch Bob Page drin. Manderley und Bob Page. Das wird vielleicht nochmal richtig, richtig eklig. Also Miller wird von Manderley dirigiert. Manderley haben wir in Human Revolution schon getroffen. Nicht sicher. Nicht sicher, was uns da noch begegnet. Drucker mag ich ehrlich gesagt keine. Aber okay, ich würde sagen, für jetzt war's das erstmal. Ich bin gespannt, was uns beim nächsten Mal erwartet. Bis dann.